So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Guild Wars 2. Einen wunderschönen guten Morgen mit hallo, mir und Zero hallo, zusammen. Hallo. Ach ja, und bevor es wirklich losgeht, habe ich hier noch zwei Sachen, die ich vorlesen möchte. Ich habe einen Bogen geschickt bekommen. Das finde ich ziemlich cool. Hi Regi und auch Zero, da ich gesehen habe, dass du den Kurzbogen im letzten Stream versehentlich verkauft hast, oh mein Gott, schicke ich dir hier einen neuen. Jetzt wissen wir, was mit ihm passiert ist. Ja, den jungen Rosa Moa konntest du nicht zähmen, weil du schon einen Rosenmoa gezähmt hattest. Oh. Ja, stimmt, genau, das stand auch in den Kommentaren auf YouTube drinne. Mit K rufst du das Tiergefährtenmenü auf, wo du deine aktuell ausgerüsteten Tiere siehst. Rechts oben an den Porträts findest du, wie bei den Hilfsfähigkeiten, einen kleinen Pfeil. Durch Drücken darauf öffnest du die Tierfähigkeiten-Galerie. Da siehst du, was für Tiere du schon hast. Cool. Vielen lieben Dank. Ja, perfekt. Ich habe einfach überhaupt gar keinen Überblick über mein Inventar, ne? Ich bin das so gewöhnt von WoW, dass ich halt einen Mod habe. Vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht gibt es ja auch, auch solche Mods, das wäre cool. Da habe ich alle Taschen komplett beieinander. Und hallo Dani Pika, hallo Bianca. Ach ja, und es gibt natürlich noch ein paar kleine Tipps. Hi Regi und auch Zero, mit F4 kannst du zwischen den beiden aktuell ausgerüsteten Tieren im Landkampf und auch Unterwasserkampf hin und her wechseln. Was das mit F4? Okay. Gucken, muss ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal einprägen. Was das Inventar angeht, Trophäen wie zum Beispiel den Lavendel und die Heilig-Rüstung verkaufen. Das Großschwert kannst du zerstören und die Transmutationsladung und die Essenz des Glücks mit Doppelklick benutzen. Und den Kurzbogen auf den Zweitwaffensatz ausrüsten. Was mit der Taste vor der 1 kann man zwischen den Waffen wechseln. Ah, vielen, vielen lieben Dank. Verstehe. Und wir haben neue große, ach, sehr schön, neue große Taschen bekommen. 4x18 Platz. Okay. Das heißt, die können wir uns natürlich wieder teilen, so wie immer. So, kurz hier. Ups, ich hab die Moa aus Versehen angegriffen. So. Kleine Info auch von mir, ich spiele jetzt mit dem Controller. Aha. Stimmt. Ja, ich habe jetzt offscreen letzte Woche noch ein bisschen gespielt, quasi meine Fähigkeiten für Juwelier und so weiter hochgelevelt. Und ich habe mir eine kleine Tasche gebaut, habe ein paar tägliche Belohnungen geholt, da habe ich jetzt zwei XP-Schriftrollen rausgeholt, was jetzt nicht so wirklich noch besser ist, weil ich habe schon ein bisschen mehr Erfahrung als Reggie. Sie ist jetzt 22, ja gut, ich bin 23, ja. Ist jetzt nicht so wild. Ja, weißt du, ich muss mir irgendwie wieder so einen Sonderbonbon holen und dann das wieder aufholen. Ja, ich hatte ja in meiner Truhe diese zwei Schriftrollen für XP, die wollte ich dir eigentlich schicken, aber es ging nicht. Ja, ich habe halt noch einen zweiten Charakter erstellt, habe ihn auf 80 gelevelt, also mit einem Boost und habe jetzt 2 Gold im Inventar. Und 16.000 Karma, womit ich mir dann später noch eine Piratenwaffe hole. Beziehungsweise wahrscheinlich nach dem Stream kurz hinlaufe, Piratenwaffe hole. Und dann habe ich quasi einen Skin für die Piratenwaffe, die ich dann auch nutzen werde. Falls ich sie schon tragen kann. Soll ich mir was sagen? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was du mir eigentlich jetzt geschickt hattest. Doch, hier ist es. Oh, wieso habe ich Post? Geringe, leicht. Na, ich habe dir die Kisten geschickt. Achso. Und Bronzefarbe. Genau, also die anderen Sachen. Also die Farbe habe ich dir geschickt, weil ich sie schon habe. Die habe ich auch schon. Achso. So. Genau, das andere wolltest du ja dann offensichtlich haben, weil das ist ja leichte Rüstung. Jetzt hast du mir die Farbe trotzdem geschickt. Naja. Ja. Soll ich genau. Ich habe 11 Gold. Wieso hast du auch so.
geschenkt bekommen, wahrscheinlich. Was, die Taschen habe ich doch gerade erzählt. Nee, ist Gold. Ach so, ja. Ja, gespendet von meinen lieben Zuschauern, was ich immer total toll finde. Also wie gesagt, falls irgendjemand einen Mod kennt, wo man das Ganze hier zusammenfassen kann, dass man wirklich nicht diese Sachen hier zwischendrin hat, das nervt mich nämlich, sondern wirklich alles einheitlich untereinander weg. Damit könnte ich sehr, sehr, sehr viel besser arbeiten. Das wäre wirklich richtig cool. So, genau, hier ist die Zweitwaffe. Da habe ich komischerweise einen zweiten Langbogen angelegt, warum auch immer. 200, und ich habe den Kurzbogen wirklich verkauft? Tatsache. Das ist Also, unglaublich. jetzt habe ich die Was ich hier Farbe wieder rausgefunden verkauft. habe. Boom. Ja, zu was anderem war die doch gar nicht gut. Nö. Ich habe immerhin 34 So. Silber, Bronze bekommen. Ja, siehst du mal. So, und damit ich mir das jetzt merke, kann ich mit F4 umschalten. Hä? Kann das sein, dass es irgendwie andersrum ist? Dass ich mit F4 die Tiere umschalte, oder habe ich jetzt falsch gelesen? Nee, guck mal, mit F4 schalte ich die Tiere übrigens um. Und mit der Taste. Ja, es macht doch irgendwie viel mehr Sinn, dass das hier mit der Taste vor der 1 wechselt, weil das Zeichen ist ja auch vor der 1. Ja, dann würde ich jetzt sagen, gucke ich mal, ob ich irgendwie, wie ich jetzt mit dem Kurzbogen zurechtkomme. Genug Platz für den heutigen Stream habe ich erstmal. Ja, ich hätte ja noch Ja. eine coole Waffe für sie, aber sie will sie ja nicht haben mit 244 bis 298 Schaden, Die 33 hatte ich doch Kraft. schon. Also, ich habe doch eine Sieh uns bessere. das Ding. Nein, ich meine das Gewehr. Warte, ich schick's dir mal, dann kannst du dir angucken. Ach, das Gewehr. Ja, nö, ich will keine Gewehre haben. Ich will einen Bogen. Ich bin Aber Bogenschütze. 33 Kraft plus 1% Schaden noch. Ja. Epic ist das. Ja, schon. Ja. Dann nicht. Guck mal, hier habe ich meine Tiere, aber ich habe nur. Also, wenn ich wirklich nur die vier habe. Ah, da ist der Rosamoa. Ha, und ihr hattet natürlich recht, logischerweise. Ne? Bibi, was meinst du mit WoW Zero, dass ich jetzt mit dem Controller spiele? Das können nur Leute verstehen, die immer alles mit Controller spielen müssen. Waldläufer kann keine Gewehre tragen. Wofür ist das? Achso, das Gewehr ist wahrscheinlich für den Schurken. Ah, danke, Sehr gut. Danke, Xerox. Xerox. Du hast mich jetzt vor der Schmach gerettet. Elendig und ständig daran erinnert zu werden, dass das Gewehr ja viel besser ist als ein Bogen. Vielen Dank, vielen Dank. Egal, ich freue mich, dass ich jetzt mit dem Controller spielen kann. Oben rechts in den Einstellungen im Inventar. Ah, warte, 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 warte. Kompakt. Ach nee, das ist okay. Upsi. Warte. Taschen verstecken. Ah, perfekt. Super, du hast mich gerettet. Okay, ich brauche keinen Mod mehr. Mann! Was machst du denn? Ich greife Tiere an, weil ich irgendwas machen möchte. Sehr gut, wir können ja schon loslegen. Immer mit der Ruhe. Oh, mein Blitz zieht einfach Aggro an alle, die in der Nähe sind. Perfekt. Also, vielen lieben Dank, Xerox. Du hast mich jetzt gerade echt gerettet, weil so kann ich damit schon sehr viel besser arbeiten. Wieso, was hast du denn jetzt gemacht? Wenn du auf die Option klickst im Inventar. Taschen verstecken, ja. Genau. Ach so, ach. Okay, ja, das ist, ja, aber ich mach's lieber anders. Weil ich habe immer so meine Taschen für eine Tasche, wo das ganze Zeug ist, was verkauft wird, eine Tasche für das Zeug, was ich behalten möchte, für später und so weiter und so fort. Oder, ja, irgendwie so ähnlich. Was war das hier? Das hier waren meine ganzen Sachen zum Bauen. Kann man die Rucksäcke auch umbenennen? Das wäre echt cool. Keine Ahnung. Krass, dass es ein Spiel gibt, wo es keine Mods für gibt. Not bad. Das hier muss meine Sa Ah, das hier ist das zum Verkaufen. Okay, das ist die Tasche Ich zum erinnere mich. Verkaufen. Ja, natürlich, ich organisiere immer alles richtig gut. So, sehr gut. Und damit können wir dann endlich. Anfangen? Ja, cool, oder? Ja. Genau, Zero der Organizer. Oh ja, oh ja. Ja, wir haben ein Event in der Nähe und wir Ja. müssen ja deine Story weiter zu Ende machen. Ja, genau. Huch, oh, damit springe ich zurück.
Das ist sehr gut. Ich muss fast sagen, dass mir diese Sachen richtig gut gefallen. Mir gefallen die Attacken vom Kurzbogen, glaube ich, sogar besser als vom Langbogen. Oh. Ups. Okay. Tötet sie! Ah, ich liebe es, mit dem Controller zu spielen. Das ist so, so entspannend. Weißt du? Das ist eine wahre Befreiung jetzt für ihn. Ups. Ja. Ich habe auch alles eingestellt, dass alles perfekt ist, sodass ich mit Controller Sachen einsammeln kann. Ziele werden automatisch anvisiert und so ein Kram. Also das, was man auf der Konsole auch hat. Habe ich alles hinbekommen. Bin ich sehr stolz drauf. Cool. So, dann lass uns deine Story weitermachen. Okay. Ich habe es immerhin schon wieder gefunden in dem ganzen Gewusel. Dann mal los. Wo bist du? Hinter mir? Yay, ich bin hier. Ich bin da. Yay. Ach ja. So, lass uns mal direkt zum Holz laufen. Ich bin jetzt gierig nach den ganzen Sachen, weil die kann man richtig gut verkaufen. Alter Schwede. Wie verkaufen? Ja, im Marktplatz. Warum? Weil es Geld gibt. Stirb, Frosch! Aber. So, hey, ich muss da runter? Berufe. Lass ich mal auf die Map gucken. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da unten hin. Hm? Müssen wir teleportieren? Nee, wir sind genau mittig. Wir wissen seit etwa einem Jahr, dass ich mach da mal einen Wegpunkt hin für dich. Da ist auf der Brücke. Die Brücke? Ach da, ach, da müssen wir eh hinlaufen. Blink und sicher. Nein, ihr läuft schon wieder ohne mich los. Ich habe extra gewartet, ich habe gehofft, dass du in der Nähe bist. Halt! Was? Ja. Ach, guck mal. Und was? Ach ja. Was eine Schnarchnase. Okay. Ja, stimmt. Zero, vielleicht kannst du Bianca da auch mal irgendwie einen Tipp geben. Ihr Controller für Overwatch ist zu langsam. Halt für den PC, ne? Wie zu langsam? Einfach Blickgeschwindigkeit erhöhen. Ich habe davon, also von Controller am PC habe ich leider gar keine Ahnung. Kein Sammelwerkzeug aus. Willst du mich verarschen? Ich habe kein Sammelwerkzeug mehr dafür. Oh oh. Oh Hello. Gott. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich noch eine Spitzhacke am Start? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade mal ein Problem. Oh, das gibt's nicht. Scheiß Drecksding. Was ist denn das überhaupt? Erschütterungsschuss. So. Cool. Ich habe noch eine Spitzhacke, eine Kupferspitzhacke, aber ich glaube, die war jetzt nicht so gut dafür. Ich kann keine Herzen. Stimmt, ich glaube, Bianca, im Spiel selbst, in den Eigenschaften. Okay. Habe ich versucht, es bleibt zu langsam. Ich musste meine Maus auch ein bisschen schneller einstellen. Für Overwatch. Ich habe jetzt, glaube ich, echt die perfekte Option für die Maus gefunden. Ich weiß nicht, also normalerweise kann man die Blickempfindlichkeit einfach einstellen und tun es gut. Normalerweise. Yay! Ich hab den Buff bekommen. Den Buff bekommen. Lohnt es sich darunter zu springen? Nee. Nein. Ich würde sagen nein. Weil wir müssen, wenn dann auf der anderen Seite garantiert eh wieder nach oben. So, helfen wir mal ganz kurz. Natürlich helfen wir. Yeah, cool. Das ist eine geile Attacke. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ich kann mich jetzt auch richtig schön bewegen beim Angreifen. Vorher bin ich immer stillgestanden, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Ja gut, das ist Übungssache, ja. Ja, mal gucken. Ich will halt die ganze Zeit auch noch ein bisschen was probieren an Bewegung. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Dass wir noch leben. Klox, was in Tyrias Namen habt ihr mit diesem Golem angestellt? Ich habe eure Instruktionen genau befolgt. Oh, das kennen wir schon. Ja. So, ja. Haben wir schon mal gemacht.
So, Instanz betreten. Gebrochenes Licht. Xerox, mach dir nichts draus, ich auch nicht. Ich bin absolut der Tastatur-Maus-Spieler. Ich brauche einen Controller, ich kann nicht überleben ohne Controller. Vor allem Shooter. Ich habe ja Overwatch, bevor ich es gekauft habe, habe ich an der Xbox getestet, weil Zero das für die Xbox hat. Einfach um zu wissen, ob es was für mich ist oder nicht. Und ich muss sagen, nein. Ich kann so ekelhaft zielen mit Controller. Bewegen ist viel, viel besser. Bewegen kann ich mich nur richtig gut. Aber so schießen, Ach, Bibi, da fällt mir ein. Normalerweise gibt es für Controller-Einstellungen immer separate Einstellungen. Das heißt, wenn du die Mausempfindlichkeit umstellst, wird es den Controller natürlich nicht schneller machen. Falls du die Mausempfindlichkeit immer umgestellt hast für den Controller. Ach so, ja, das würde natürlich auch einiges erklären, ja. So, okay, dann spreche ich jetzt mal mit dieser Trolle hier. Na endlich! Was hat das so lange gedauert? Musstet ihr euch das Haar stutzen lassen oder so? Ich konnte den Spiegel untersuchen und habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir das Portal bestimmt wieder öffnen können. Und die schlechte? Wenn es offen ist, habe ich keinerlei Kontrolle darüber, was hindurchkommt. Aber keine Sorge. Ich habe ja keinen Abschluss irgendeines Kasperle-Kollegs für Statik. Wenn man es richtig macht, nutzt man die Dynamik. Ich habe einen Plan. Ich will nichts hören von Schwartik oder Düdelnamik. Techwin ist in Gefahr. Bringt sie zurück, sonst schubse ich euch auch durch den Spiegel. Redet weniger und denkt mehr, Zimmerpflänzchen. Wir machen es so. Ich zapfe die Matrix des Spiegels mit einem Multiflux-Aggregat an. Das Aggregat schaltet auf Techwins Aufenthaltsort auf. Und dann reiße ich sie mit Bioblock-Transmaten zurück. Reißen? Ist das sicher? Habt ihr schon jemals so etwas gemacht? Seid nicht so paranoid. Techwin kommt in einem Stück zurück. Vielleicht ein bisschen matschig, aber vollständig. Fangen wir an und schauen, was passiert. Alle bereit? Das war geil, ey. Was die für Sachen. Ich musste mich gerade echt zusammenreißen, nicht laut loszulachen. Auralmagnete an. Beugen wir die Gesetze der Physik. Oh, da kommt Gegner raus. Ja. Also ich muss sagen, es macht doch auf jeden Fall schon irgendwie Sinn. Hier ein bisschen was so. Ich bin jetzt einfach mal so frei und bleib hier. So ein bisschen hin und her zu springen zwischen den Waffen, das finde ich eigentlich echt cool. Das Problem war der Energiefluss, nicht die Wellenlänge. Gut, alle Eichwerte gehen in Ordnung. Es sollte klappen. Um sicher zu sein, übertakte ich den Multiflux. Ohren zu halten. Das Gefüge der Realität könnte kreischen. Auralmagnete an. Die Vorstellung beginnt. Ja, Bibi, ich habe auch Halo gespielt. Auf legendär, alle Teile. Ja. Mach das nach. Auf legendär, ja. Das ist auf jeden Fall schon so eine Sache für sich. Ja, so schwer ist das nicht, wenn man das Spiel kennt. Ja, gut. Ist wahrscheinlich ähnlich, in Anführungsstrichen, schwer wie Diablo. Diablo 3, keine Ahnung, ich habe es letztens auf schwer gestellt. Dachte ich, Spinne. Das ist so langweilig. Ja, es gibt ja schwer und dann gibt es noch die anderen schweren Teile. Das heißt, du musst ja die kann ich leider noch nicht. Du musst die ja erstmal freischalten. No. Bis dahin schlafe ich ein. Was hat sie jetzt gesagt? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber wir müssen jetzt weiter. Ach nee, ich hab ein Level. Oh, ich hab ein Level. Oh. Account-Reser und Tresor und Heldenpunkte. Genau wie am Strand. Eisenspeer. Präzision, Kraft. Kraft ist immer gut. Findet den Dimensionsanker. So, der muss aber hinten sein. Also ich bekomme das ja jetzt auch angezeigt. Da, wenn du jetzt auf die Karte gehst, dann ist hier ganz unten. Ja, warte, ich mach mal kurz meine Fähigkeiten. Was war das? Beherrschung? Ey, das sieht ja alles so cool aus. Guckt euch das mal an, ja. Als wenn hier eine Galaxis in den Gebäuden drin wäre oder so. Richtig cool. Ach, das war unterhält, genau. Oder was? Bild?
Ah, okay. Trefft euer Ziel mit einem Blitzstrahl, wenn ihr euch auf Luft einstimmt. Okay, cool. Ja, und Bianca, da hast du auf jeden Fall recht. Diablo 3 ist nach einmal durchspielen wirklich öde. Ich habe eigentlich gehofft, dass mir das was bringt, wenn ich das halt einfach auf einem schwierigeren Grad spiele. Aber es ist halt echt einfach nur kloppen. Tja. Ja, damals bei Diablo 2 und so, da war auch noch dieser Grind-Faktor da, der jetzt irgendwie fehlt, finde ich. Die haben der ist wieder da, aber es ist langweilig. Ja, die haben es halt kaputt gemacht, dass die legendären Sachen halt alle auch random sind, also die ganzen Werte davon. Finde ich. Okay. Wenn ich damals so ein Oculus und so gefarmt habe, ich fand ich immer toll. Okay. Da habe ich mir einfach neu angefangen. Aber jetzt kannst du sowas ja nicht mehr richtig farmen. Gibt's ja kein Diablo Run oder so. Schade eigentlich. Nö, das Einzige, was halt irgendwie Sinn macht, mehr oder weniger in Diablo 3, ist halt tatsächlich diese Seasons. Dass man halt innerhalb von einer Season möglichst gut ist, aber das war's auch schon. Ja, genau, das ist noch das nächste Mal eigentlich. Überleg mal ein Video. Der liegt hier rum. Ja, hier ist ein dicker Golem, aber der ist nicht wirklich stark. Was machst du denn schon wieder? In die Treppe hoch. Sie ist schon weg. Regie sitzt hier unten rum und denkt sich, oh, ein Portal. Okay. Achso, da, mit dem Golem muss ich reden. Ja. So, ich war gerade dabei, Dimensionsinkonsistenzen in meinem Schutzanzug zu prüfen, als dieser Unsinn plötzlich einsetzte. Bei Guts Ohren kann Lara nicht einmal eine Umgebung stabil halten? Entschuldigt mich, darf ich euch einen Dimensionsanker für Lara ausleihen? Nee, darf ich euren? Achso. Seht her, Zero Enno. Das ist komplexe Magie. Mein Dimensionsanker ist auf eine ganz bestimmte ätherische Frequenz kalibriert. Er ist kein Spielzeug für die Badewanne. Okay, was sage ich jetzt? Dieser Anker kann meine Freundin retten. Ich nehme ihn mit, ob ihr ihn mir gebt oder nicht. Ich muss ein orianisches Artefakt stabilisieren. Leiht ihn mir. Die Resultate schreibe ich aber euch zu. Lara hatte recht, euer Anker ist für einen ernsthaften Test schlicht nicht bereit. Ich mach erhöht Würde. Ich muss ein orianisches Artefakt stabilisieren und so weiter. Mir zuschreiben? Aha, jetzt sind wir im Gespräch. Das kann ich unmöglich ausschlagen. Hier ist der Dimensionsanker. Das ist ein richtiger Anker? Ich hatte etwas ein wenig Ausgefalleneres erwartet. Ich werte das als Kompliment. Vielen Dank. Tut das, danke. Das ist das Ding, stimmt's? Ich glaube, das ist das Ding. Bitte sagt mir, dass das das Ding ist. Das ist das Ding. Das Ding. Sie dumm, ey. Sie ist so dumm. So dumm, dass das schon wieder lustig ist. Und Bianca, das Abo? Nee. Das geht für einen Monat. Hey, wieso habe ich jetzt eine Axt in der Hand? Wer weiß? Vielleicht ist es der Anker. Ach, das ist der Anker. Das ist, glaube ich, genau. Okay. Gucken wir mal, was der Anker so drauf hat. Gegner. Ja, okay. Ich mach jetzt nicht so den Hammerschaden. Ich hab meine Attacke verkackt. Egal. Aber ich behalte mal den Anker für den Fall der Fälle. Oh. Ich wurde einfach rumgeworfen. Oh Gott. Das ist ganz seltsam, mit dem teleportiert man sich irgendwie. Mit dem Anker? Naja, Dimensionen halt, ne? Ganz seltsam, mit dem zu spielen. Ist der wirklich schon um den Monat? Keine Ahnung. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Hilfe. Aber nicht, dass du jetzt die ganze Zeit hier noch sitzt.
und unnötig dann noch bezahlen musst, Bianca, ne? Das habe ich dir aber auch gesagt, du sollst gucken, ob man den kündigen muss oder nicht. Fähigkeit lädt auf. Seltsam. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Ach, die 4 habe ich da drauf gesetzt. Wo ich die 7 habe ich auf Start gesetzt. Okay, alles gut. Bleibt jetzt. Okay. War kurz verwirrt. Macht nichts. Ach, die 5 habe ich zweimal verlegt, ne? Aber deswegen gibt's sie. Da ist noch ein Würmchen. Ja. So, Anker. Okay. Vielleicht war das Übertakten keine so gute Idee. Ah, das ist das Problem. Der Bioblockfilter war nicht auf Grünzeug gestellt. Ich meine, super. Silvari. Tja. So, jetzt läuft es. Wir holen Techwen. Oder sonst was. Los geht's. Jetzt wird der Spiegel irgendwie... Oh Gott, was? Holy, was ist das denn? Okay. Ja, wieso auch nicht, ne? Schmeckt meine Meteore! Nein. Holy. Techwin, geht es euch gut? Hat der Drache euch wehgetan? Ich bin ja so froh, dass er euch nicht gefressen hat. Fehlt euch etwas? Ist noch alles an euch dran? Seitan hat mich nicht gefressen, aber das komische, magische Kracher-Dingsbums hätte mich fast in zwei gerissen. Was war das? Dieses Sauggeräusch war die Begleitmusik dazu, dass ihr mir euer Leben verdankt. Ich bin ein Genie. Und jetzt nehme ich gnädig euren Dank sowie ohrenbetäubenden Applaus entgegen. Danke, Lara. Techwin ist in Sicherheit und wir werden den Spiegel bestimmt nicht nochmal benutzen. Sicherheit? Naja, eine Art von... Dieses verfluchte Land wird mich für den Rest meiner Tage heimsuchen. Es war so voller Verzweiflung. Versucht nicht daran zu denken. Bleibt für eine Weile beim blassen Baum und rastet im Hain. Euer Geist wird mit der Zeit heilen. Ich bringe den Spiegel zu Traherne und erzähle ihm, was geschehen ist. Hab Dank, Junker. Viel Glück. Ich brauche kurz Zeit. Oh, war schlimmer, als ich gedacht hätte. Ich will auch in den Spiegel. Ihr müsst nicht ja, tschüss. Ich gehe jetzt durch. Und doch funktioniert leider nicht. Ich habe versagt. Keineswegs, Techwin. Was ihr mich lehrtet, hat uns beide gerettet. Ich bleibe bei euch, bis ihr bei Kräften seid. Ich muss sagen, die keine Ahnung, diese Rasse ist einfach so kitschig. Wie meinst du das? Ja, so... kennst du das von Digimon und Pokémon, wo alle so gutherzig sind? Ach so, ja. Ich finde das immer ekelhaft. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur ein schlechter Mensch. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. So, wo sollen wir jetzt hin? Huch, wir gehen in ein anderes Gebiet anscheinend. Oha. In die Provinz Mertrisa, ein anderes Anfangsgebiet. Das heißt, wir teleportieren uns Wegmarke Mrodboru, das ist links von uns. Links von uns? Inwieweit links? Wie weit links von uns? Auf der Karte einfach. Der nächste Wegpunkt links von uns. Achso. Mrodboru. Gutherzige Menschen sind also eklig. Nein, gutherzige Menschen sind nicht eklig, aber gutherzige Menschen, die so gutherzig reden, sind eklig. Ja komm, aber die sind ja nicht nur... Also ich meine, das ist ja, was die da machen, ist ja nicht gutherzig, das ist ja naiv und dämlich. Es ist halt dieses, oh, ich liebe dich, ich habe dich extra... keine Ahnung, ich habe jede Mühe auf mich genommen, dich zu beschützen. Oh, ich bin so toll, guck mich an. Oh. Weißt du, das finde ich einfach...
Ich meine, da sagt man, ja, kein Problem. Vielleicht kannst du noch dazu sagen, ja, ich habe ein bisschen Sorgen gemacht. Oder Easy hat mich drum gekümmert, aber nicht, oh, endlich bist du zurück. Oh. Oder du machst es einfach wie diese kleine Asuka und stellst dich einfach hin, so, und jetzt möchte ich bitte Applaus haben und ein fettes Danke. Ja, weißt du, das ist die Rasse, hätte ich spielen sollen. Das ist die zu mir passt. Ja, das stimmt. Was soll ich dazu noch sagen? Ja. So, da ist das Pflänzchen, das ich haben wollte. Guck mal, da ist ein Lagerfeuer. Cool. Random, einfach so irgendwo in der Ecke. Okay. So, dann haben wir hier noch. Oh Gott, gibt so viele Sachen zu ernten. Ich sehe Holz, ich sehe Eisen. Ist so cool. Was ist billige Holz, ne? Ja. Ja, ist ein Anfangsgebiet, ne? Ja, das ist halt wie damals bei Pokémon, weißt du? Da habe ich auch grundsätzlich nur gekotzt, wenn die irgendwie da einen auf heilig gemacht haben. Also es ist ja gut, Kindern solche Werte beizubringen, aber bitte nicht so. Bitte nicht so schmalzig. Ja, aber so macht man das halt für Kinder. Es ist so schmalzig, ey. Da rutscht man drauf aus. Tja.